Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Monatsvorschau für den Monat Dezember. Ja, yeah. What a surprise. Es ist vieles geschehen die letzten Wochen, es ist vieles geschehen, was nicht so gut ist, wie zum Beispiel, dass ich krank war 2 Wochen, konnte überhaupt nicht aufnehmen, war aber auch gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es hat mir so ein bisschen auch eine kleine Pause gegeben, einfach mal für 2 Wochen gar nichts machen, das war nicht mal ganz schön sogar. Klingt jetzt wieder komisch. Trotz allem, Hearts of Iron 4 No Step Back ist released worden. Wie erwartet natürlich viel Aufmerksamkeit. Wunderbares DLC hat, glaube ich, Hearts of Iron 4 nochmal ein gutes Stück besser gemacht. Und wird deswegen eine große Rolle auch im Dezember noch spielen. Und ich bin auch am Überlegen, Hearts of Iron 4, einfach aus 2 Gründen. Grund A, weil es mir viel Spaß macht und Grund B, weil es sehr gut läuft, in Zukunft etwas weiter noch auf dem Kanal mit auszubauen. Muss ich mal gucken, habe ein bisschen was wieder im Hinterkopf, was ich demnächst wahrscheinlich mal ausprobieren könnte, werde, möchte. Je nachdem, wie das dann ankommt. Genau, aktuell laufen ja Hearts of Iron 4 No Step Back KI Wars, Hearts of Iron 4 No Step Back Russland. Dann läuft ja nebenbei Hearts of Iron 4 mit Indien. Das ist ja noch die alte Kampagne, die läuft jetzt aber aus dann sehr bald sogar, ich glaube diese Woche sogar ist die letzte Folge. Dann kommt das Nachfolgeprojekt mit Frankreich. Das Wichtige an der Geschichte ist, dass Frankreich noch pre-No Step Back ist. Das heißt, die Frankreich-Kampagne ist nicht mit No Step Back aufgenommen. Das solltet ihr wissen. Das Nachfolgeprojekt von Frankreich ist noch nicht aufgenommen. Das habe ich noch nicht angefangen aufzunehmen, aber das steht auch schon fest. Da richte ich mich an Dominic the Machine. Der ist in der Zwischenzeit 14 Monate Kanalmitglied, davon Großteil als legendäre Krabbe und der hat sich jetzt dann einfach mal eine Kampagne gewünscht und in dem Fall bin ich auch keine Unkrabbe und werde diesen Vorschlag von ihm da annehmen. Das seht ihr dann allerdings, wenn es soweit ist. Also aus jeder Hearts of Iron 4 gibt es ein bisschen Special-Projekte, dies, das, Ananas. Nichts Besonderes, muss man mal gucken, wie das läuft. Generell Hearts of Iron 4 entwickelt sich immer mehr zu einem Aushängeschild auch des Kanals. Wobei es eigentlich schon immer das auch war. Ich glaube, Hearts of Iron 4 ist bis heute auch mit Abstand das Projekt, was mir die meisten Zuschauer und Abonnenten gebracht hat. Und auch die beste Viewtime hat. Wir haben teilweise bei den KI Wars 50-60% Viewtime. Das ist gigantisch. Von einem 30-Minuten-Video mindestens 15 Minuten angeschaut werden. Das ist etwas, was sehr wenige schaffen tatsächlich. Normalerweise liegt die Viewtime so zwischen 20-30%. Also das ist gigantisch. Und auch die normalen Projekte mit Hearts of Iron 4 erreichen 40-50% Viewtime teilweise. Also auch weit über dem Durchschnitt. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, deswegen danke an der Stelle. Und Hearts of Iron 4 wird natürlich diesbezüglich dann weiterlaufen. Das nächste, was wir haben, ist nach wie vor Europa Universalis 4. Europa Universalis 4 wird drinnen bleiben im Kanal. Ich werde das mit Preußen weitermachen. Das wird bis 1821 laufen und nach Preußen werden wir uns nach Afrika begeben, wird nicht ganz so viele Zuschauer haben, ja, aber die Zuschauer, die Interesse an Europa Universalis 4 haben und auch neue Zuschauer, werden da bestimmt Interesse zeigen und ich möchte einfach Europa Universalis 4 weiter auch zeigen, weil es einfach mit das beste Spiel ist, was aktuell aus dem Hause Paradox kommt. Aktuell zum Beispiel Crusader Kings 3 nicht mehr so, das ist halt einfach für mich ein bisschen totgedaddelt. Da werde ich Dezember noch ein paar Videos haben, aber Januar werde ich pausieren, was CK3 angeht, vielleicht Ende Dezember schon und es geht dann mit Royal Court weiter, der Release ist ja, ich glaube 22. Februar war es, glaube ich, habe ich wieder vergessen, nochmal. Ende Februar oder Mitte Februar, glaube ich, war der Release von Royal Court, dann geht es da nochmal weiter mit Vorstellungsvideos, neuer Kampagne und natürlich dann Tutorials. Muss man mal gucken, ob Royal Court es wirklich schafft, einen nochmal zu fesseln, weil wenn du jetzt mal 500 Stunden drin hast, ich habe jetzt schon mehr, ich glaube 700 oder 800 Stunden, dann bist du an dem Punkt, wo du dich nicht mehr wirklich begeistern kannst für das Spiel, außer du spielst ein Multiplayer in einer Hardcore-Roleplay-Runde, aber das ist jetzt nicht meine Intention, das ist auch nicht das, was ein Kanal auszeichnet oder was wirklich laufen würde, ich sehe das oft genug, dass diese Multiplayer-Projekte keine Sau interessieren, deswegen ist einfach Crusader Kings 3 jetzt erstmal Geschichte dann bis Royal Court und dann mit Royal Court muss man einfach gucken, weil 1,5 Jahre nach dem Release eines Spiels ersten DLC zu bringen und dann noch in Anführungsstrichen offen zu lassen, ob das wirklich die Spielbarkeit des Spiels verbessert, also ob das jetzt wirklich mehr Inhalt bietet, wo ich mich dann bewegt sehen würde, das Spiel zu spielen, das muss man abwarten, weil das sieht mir jetzt aktuell nicht danach aus, aber mal gucken. Dann haben wir natürlich noch Call to Arms mit der Multiplayer-Kampagne mit Ranger, die geht jetzt eh ziemlich schnell vorbei, das waren 5 Folgen, die wir aufgenommen haben. Das Video heute kommt Donnerstag, das ist also quasi schon die vorletzte Folge, morgen kommt die letzte Folge. Dann ist das auch schon wieder Geschichte mit dem Projekt, war ein kurzes Projekt, mal einfach mal ein bisschen Multiplayer mal wieder spielen trotz allem. Und Call to Arms ist ja eigentlich dann doch ein ganz schönes Spiel, wenn man weiß, was man macht. Dann habe ich 2 Nachfolgeprojekte geplant. Zum einen Ultimate General Civil War, nehme ich auch schon auf,
durch die Krankheit ein bisschen verschoben jetzt, ist aber alles ganz entspannt. Ich werde mich da auch nicht übers Knie legen, um das jetzt hier irgendwie rauszuballern. Das ist ganz entspannt, wenn ich fertig habe oder ich dann soweit zufrieden bin mit der Anzahl der Folgen, die ich zur Verfügung habe, dann lade ich das hoch. Ist auf alle Fälle ein sehr, sehr geiles Spiel, das wissen viele von euch bestimmt auch schon, viele kennen das schon. Was ich persönlich auch nochmal gerne machen werde, ist Panzer Corps 2. Da habe ich eine Umfrage gestartet gestern, um zu sehen, wie da das Interesse ausschaut, an welchem der zwei, oder ob ich damit DLC spielen soll, die Kampagne nochmal spielen soll. Das werde ich auch durchziehen, auch wenn die Aufrufe nicht weltbewegend waren. Also wir waren nicht in Bereichen von Hoi 4 oder so, aber 200, 300 Aufrufe ist okay. Und ich mag das Spiel, und wenn ich ein Spiel mag, dann spiele ich es halt auch hin und wieder. Das ist für mich immer noch das Grundlegende, dass ich Spaß an der Geschichte habe. Ansonsten, weiß ich nicht, ob der Dezember jetzt noch irgendwas Überraschendes bringt, wo ich jetzt vielleicht kurzfristig noch aufspringen würde. Ich hatte überlegt, mal wieder ein Total War zu spielen, aber es macht aktuell jeder, deswegen mache ich es jetzt erstmal nicht. Vielleicht mal im Januar, Februar mal gucken, was sich da anbietet an Total Wars. Auch vor allem mit dem Release von Warhammer 3 dann, wo ich natürlich dann covern werde, das ist eine Geschichte vom nächsten Jahr. Und im Dezember irgendwann gibt es auch noch die Jahresrückschau und die Jahresvorschau, muss man mal gucken. Ne? Viel Stuff auf alle Fälle. Kanalmitglieder, muss ich jetzt an dieser Stelle natürlich noch hinzufügen, Kanalmitglieder können sich natürlich die Frankreich-Kampagne schon von Hoi 4 anschauen und unter anderem auch die Folgen natürlich von EU 4 mit Preußen immer, wenn ich welche zur Verfügung habe, aber aktuell durch die Krankheit hat sich das alles ein bisschen verschoben. Das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke für eure Unterstützung, eure Treue und eure sehr gute Viewtime jedes Mal unter den Videos. Ich freue mich auf den nächsten Monat. Hoffe, ich bleibe gesund und ihr auch. Macht's gut. Tschüssi.